Das Autohaus Rohra gibt es jetzt schon über 80 Jahre. Thomas, was macht denn diese Beständigkeit aus? Ja, die Beständigkeit sind wahrscheinlich viele Faktoren oder eigentlich sehr viele Faktoren. Einerseits ist es sicher die Qualität, die wir über 80 Jahre liefern, wobei ich muss sagen, der Standort hier in der Churastraße, der besteht seit 50 Jahren. Wir haben letztes Jahr das 50-jährige Jubiläum gehabt. Wir haben einen sehr großen Kundenstamm und die Beständigkeit macht es sicher aus, weil sonst kannst du in dieser Branche nicht 50 Jahre bestehen. Und die Qualität und das Engagement und den Enthusiasmus und die Engagiertheit, die wir abliefern und dem Kunde präsentieren, ja, die ist wahrscheinlich einmalig und das verbindet auch uns mit Italien, mit den italienischen Marken. Und wir würden nie eine andere Marke nehmen als eine italienische. Und gut, jetzt haben wir auch die amerikanische dazu mit Chip, weil das jetzt hier per se eine Konzernmarke ist. Aber das Herz liegt bei uns in Italien. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Qualität ganz hoch bei euch angesetzt ist. Was versteht ihr unter Qualität den Kunden gegenüber? Ja gut, das ist einmal andererseits ist das den Service, den wir bieten. Also ich glaube, den Service, den wir bieten gegenüber dem Kunden, der ist einmalig. Wir haben Hol- und Bring-Service, die Beratung, die Ausbildung der Mitarbeiter, die zahlreichen Schulungen, die wir machen mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Kunden, die Veranstaltungen, die wir machen. Ich meine, der Qualitätsstandard ist so hoch, dass du in dieser Branche sonst nicht mehr bestehen kannst. Und wir glauben einfach, dass das sein muss und die ganzen Mitarbeiter sind so gut und positiv eingestellt, dass die das einfach den Kunden rüberbringen. Und vielleicht ist das der Erfolg vom Ergebnis, das wir jedes Jahr erzielen. Wir sitzen hier jetzt im 500er X. Der 500er X ist das neueste Modell aus der FCA-Familie. Das ist ein Fiat und es ist ein Fiat, den ich mit Überzeugung sagen kann, in dieser Qualität hat es nie einen Fiat gegeben. Und wenn man diese Verarbeitung, vor allem die verwendeten Materialien von diesem Fahrzeug anschaut, und der wird auch das Highlight werden in Genf heuer 2015, dann muss ich einfach sagen, wir sind selber überrascht, wie hochklassig dieses Fahrzeug ist. Und ich glaube, es gibt kein Fahrzeug im deutschsprachigen Raum, weder von den Deutschen noch von den Französischen Herstellern, der diese Qualität verbindet mit diesem Fahrzeug und vor allem auch die ganzen Materialien, die verwendet wurden, die neuen Stahle, die neuen Materialien am Maturabrett, die neuen Lederqualitäten, die sind einmalig für sein Fahrzeug dieser Klasse. Wäre das jetzt dann auch ein Punkt dafür, dass ihr euch von anderen Autohäusern unterscheidet, gerade in dem Punkt, den du gerade genannt hast, oder was unterscheidet euch noch von anderen Autohändlern? Wir unterscheiden uns mal schon von den Marken, die wir haben. Wir haben sehr schöne Autos, wir haben qualitativ sehr hohe Autos, hochwertige Autos. Wir sind seit 10 Jahren die Besten, was die CO2-Vorschriften betreffen, weltweit. Und ich glaube, das Ganze drum und dran, das unterscheidet auch. Und wenn du hereingehst ins Autohaus und siehst, wie alles sauber ist, wie alles aufgestellt ist, wie die Mitarbeiter freundlich sind, wie die Mitarbeiter die Kunden begrüßen, wie die Mitarbeiter auf die Kunden zugehen, ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Bei uns ist der Kunde einfach der Kunde und der ist absolut das Größte, was wir haben. Ich will nicht sagen, der König, das sagt nämlich jeder, weil du musst jeden Kunde anders und unterschiedlich behandeln und dann die Kunden individualisieren und personalisieren und dann einfach das Beste und die beste Möglichkeit für den Kunden suchen. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Der Klassiker schlechthin seit 2008 gibt es den Fiat 500er. Der Fiat 500er hat weltweit jetzt 18 Preise gewonnen, er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ob man jetzt die Qualität hernimmt, das Design hernimmt, die Verarbeitung hernimmt. Und der neueste Beweis ist, der hat als einziger in seiner Klasse den Rollover in den USA geschafft. Also wir sprechen hier vom Cabrio. Mittlerweile ist es so, dass der Fiat 500 in seinem 7. Jahr ist und nahe vor das meistverkaufte Fiat-Modell überhaupt ist. Und wenn man zum Beispiel die Tür aufmacht und die Stärke oder die Dicke dieser Tür anschaut, das ist in dieser Klasse sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt kein vergleichbares Fahrzeug auf dem Markt, der diese Standards im Prinzip erfüllt wie der Fiat 500er. Der 500er hat auch seinen Preis, aber der Preis, den er ausstrahlt, der lohnt sich. Und ich glaube, ja, der 500er bleibt so, wie er ist. Jetzt hat es eine Umfrage gegeben bei 3 Millionen Kunden weltweit. Und die haben jetzt einfach mitgeteilt dem Hersteller, dass der Fiat 500er so bleiben soll, wie er ist. Ja, Fiat 500. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ihr sehr markenvielfältig seid. Erzähl uns doch mal, welche Marken vertretet ihr hier? Also wir treten grundsätzlich alle Konzernmarken, was FCA hat. Also FCA heißt Fiat Chrysler Automobiles, der Name ist neu. Das fängt bei Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Nutzfahrzeuge, Jeep.
Und natürlich auch die Gebrauchtwagen musst du als eigene Marke sehen. Dann verkaufen wir ab und zu noch eine Vespa. Und die zweite Leidenschaft, die uns verbindet, ist natürlich Harley-Davidson, das auch eine Marke ist. Und es gibt in Remea gibt's diese Kooperation mit Harley-Davidson und Chip, die sehr erfolgreich läuft. Und das wollen wir natürlich auch rüberbringen. Also die Markenvielfalt bei uns ist ja sehr hoch. Und was man nicht vergessen darf, wir haben auch die Nobelmarke mit Maserati. Oder? Mit den Maserati-Kunden, die behandeln wir gleich wie jeder Panda-Kunde, weil wir da keinen Unterschied sehen. Aber wir leben einfach diese Marken und wir bringen sehr Gefühl in die ganze Geschichte ein. Die Werkstätte besteht seit 1972. Sie wird immer modernisiert und neu aufgebaut. Wir haben gerade letztes Jahr im November, Dezember 5 neue Hebebühne angeschafft und es werden neue Systeme integriert. Und wie man sieht, da sind wir offen auch für alle Marken und der Qualitätsstandard, was wir haben mit den Testgeräten und mit den ganzen Bedienungsmöglichkeiten, der ist natürlich unglaublich hoch. Aber es erfordert auch den Anspruch unserer Kunden, weil wir, wie gesagt, die beste Qualität abliefern wollen. Wir sind hier im Ersatzlager von uns und da sieht man schon den Qualitätsunterschied zu den anderen Autohäusern. Es ist einmalig in Vorarlberg und in der näheren Umgebung, auch in Liechtenstein und Ostschweiz, ist das Paternoster-System. Man kann auf Eingeben dieser Ersatzzellnummer fahren, die Ersatzzeller automatisch her. Sie werden automatisch gezählt und vor allem ist es so, sie sind alle sauber, weil im Prinzip das ein geschlossenes System ist. Wir haben auch eine eigene Spenglerei. Mit sehr, sehr, sehr langjährigen Mitarbeitern. Ich glaube, sie fühlen sich sehr wohl bei uns, sonst wären sie nicht so lange da. Also wir spenglern alle Marken, wir lackieren alle Marken. Wir haben auch an der Rückseite der Spenglerei haben wir eine Umweltstation, weil wir denken, sehr umweltfreundlich. Wir haben dazu mal den Preis der Vorarlberger Umweltschutzanstalt bekommen für das Recycling der Materialien, die wir entsorgen und die wir wieder verarbeiten. Wir sehen hier den Jeep Cherokee, das ist auch relativ ein neues Modell, den gibt es jetzt 6 Monate, beziehungsweise man sieht schon, wie sich die Jeep-Familie erneuert. Das ist an und für sich, der Renegade ist das jüngste Auto, was wir haben, das ist das zweitjüngste. Also die Modellpalette wird ständig erneuert und vor allem auch die Technik ist genial bei diesem Fahrzeug. Dieses Fahrzeug hat auch Neugangautomatik serienmäßig mit automatischer Hinterachsabschaltung, hat einen Preis, der unschlagbar ist. Und wie gesagt, wir reden immer von der Marke Jeep. Die Marke Jeep ist das Urgestein aller Jeeps. Und wenn man es heute sagt zu BMW Jeep oder zu Porsche Jeep, oder, dann ist das im Prinzip verfälschlich, weil der Jeep ist der Jeep. Ein weiteres Highlight ist sicher dieser Maserati Ghibli, den es in verschiedenen Versionen gibt. Der Ghibli gibt es als Diesel, den gibt es als Benzinversion mit Allrad. Und ich glaube, wenn man dieses Fahrzeug anschaut von der Schönheit her, dann gibt es kaum was Vergleichbares am Automarkt. Ich meine, Maserati hat Tradition. Maserati ist einer der ältesten Automarken in der Geschichte des Automobils. Und ich glaube, das Werk, was sie hier gezaubert haben, das ist wundervoll. Die Maserati ist sicher eine Marke der Zukunft und wenn man jetzt schaut, was vielleicht in Frankfurt auf dem Autosalon steht, das gibt Überraschungen wir lassen uns überraschen. Ich bin sicher, dass Maserati 3 bis 4 neue Modelle bringt die nächsten 3 bis 4 Jahre und die alle hier in einem Preis und in einem hochklassigen Segment sein werden, aber die werden auch im Prinzip Kunden ansprechen, die vorher nie an eine Maserati gedacht haben. Lassen wir uns da überraschen. Wir wissen selber nicht ganz genau, was kommt. Das ist das große Fragezeichen. Aber wir sind optimistisch und die ersten Bilder bzw. die ersten Informationen, die wir bekommen haben, die sind sehr, sehr großartig. Wie nutzt denn euer Autohaus den Frankenkurs bzw. den Eurokurs? Ja, hin und her gerissen muss der Kunde ja nicht sein. Normalerweise muss er jetzt in Österreich kaufen, weil das Preis-Leistung, das ist, ja, ich sage es jetzt mal einfach so großartig, was momentan passiert. Für uns großartig. Wir betreuen und behandeln die Schweizer Kunden oder Liechtensteiner Kunden genau gleich wie unsere Vorarlberger Kunden. Ich meine, das sind Kunden und die haben wir schon über Jahrzehnte. Ich meine, wir haben sehr treue Kunden in Liechtenstein der Schweiz schon vor der Veränderung des Frankenkurses gehabt, weil sie einfach die Qualität und den Preisvorteil, den wir bieten, gegenüber im Prinzip ihrer Währung, im Prinzip optimal für sie ausnützen und optimal für sie gestalten. Und ich glaube, sie sollen einfach mal kommen, einen Preisvergleich holen, das Angebot anschauen und sich beraten lassen und dann entscheiden. Das hört sich auf jeden Fall sehr vernünftig an. Jetzt ist noch die Frage, welchen Tipp würdest du den Autointeressenten vorerst mal mit auf den Weg geben?
Ja, der Tipp wäre jetzt einfach mal, dass Sie mal vorbeikommen, sich einmal informieren und sich beraten lassen, die ganze Situation anschauen. Wir bieten einen Full-Service an, ganz speziell für Liechtensteiner Schweizer Kunden machen wir das fertig bis zur MFK. Also er kann das fertige Auto angemeldet bei uns abholen, wenn er will. Er soll sich bezüglich die neuen Modelle anschauen. Wir präsentieren jetzt den 500X, das neueste Kind, was die Fiat-Familie oder die FCA-Familie bietet. Und es gibt qualitativ kaum ein Fahrzeug in Europa, das vergleichbar ist mit diesem Fahrzeug, weil da Materialien und Bleche verwendet worden sind oder verwendet werden, die einmalig in der Branche sind. Also vergleichen lohnt sich im Moment ganz sicher. Das ist der Panda 404. Der Panda 404 ist ein Klassiker in der Automobilgeschichte. Ich glaube, es gibt kein Fahrzeug, das so viel mal verkauft worden ist in seiner Klasse wie der Panda 404. Wir sehen hier den Panda Cross. Der Panda Cross ist ganz neu. Der Unterschied zum normalen Panda ist einfach das, dass der Panda Cross im Prinzip auch Abfahrhilfen hat, die lässige und die geile Aufmachung, was das Fahrzeug hat. Und vor allem, er hat 4 Türen serienmäßig, hat den Allradantrieb serienmäßig, ist höher gestellt. Ja, der Panda ist einfach der Panda und der Panda ist ein Riesenklassiker. Aber bei Alfa Romeo erwarten wir ein Feuerwerk seinesgleichen. Also Alfa Romeo hat 8 neue Modelle bis 2018 in Aussicht gestellt. Das erste soll am 24. Juni 2015 in Mailand präsentiert werden. Wir haben da sehr großen Nachholbedarf, aber auch diese Fahrzeuge werden natürlich mit Maserati zusammengebaut und haben eine unglaublich neue Technologie. Wir stehen hier vom Jeep Renegade. Renegade ist das zweitjüngste Kind der FCA-Familie. Das ist ein Jeep und Jeep heißt einfach Jeep. Jeep ist die Legende und gibt es vom Namen her, ja, gibt es nur den Jeep. Und wenn man das Auto dann ansieht, ich meine, es ist auch von der Technik her gleich wie der 500X mit Neugang-Automatik erhältlich. Das Fahrzeug gibt es ab 19.900 €. Das ist natürlich sehr interessant von Preis-Leistung her. Und der hat jetzt alle Tests in seiner Klasse gewonnen. Und ich glaube, es empfiehlt sich, das Fahrzeug näher anzuschauen bzw. auch Probe zu fahren. Ja, wir haben natürlich einen sehr großen Dienstleistungsbetrieb mit Werkstätten, mit Spenglerei, mit der ganzen Dienstleistung rundherum, mit Finanzierung, Versicherungen etc. und so weiter, was alles angeboten wird, mit Anschlussgarantien und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das kann eigentlich jeder und das machen auch fast alle, aber was der große Unterschied ist, einfach ausmacht, ist die persönliche Betreuung des Kunden, was wir anbieten und wir gehen individuell auf ihn ein und wir tun alles, dass er glücklich ist. Welche Ziele verfolgt Autohaus Rohrer in den nächsten Jahren? Ja, das Ziel, was wir verfolgen, ist ganz klar definiert. Also wir sind die Nummer 1 im Vorarlberg, was italienische Autos anbetreffen. Wir wollen im Prinzip diesen Standort weiter ausbauen. Wir wollen investieren. Wir wollen schauen, dass wir die Marktanteile erhöhen. Wir wollen auch schauen, dass wir die Kundenzufriedenheit noch steigen. Wir sind jetzt bei 92%. Das ist zu wenig. Wir wollen 98-100%. Das sind unsere Ziele. Und wir sind schon auf einem sehr hohen Level. Und es ist schwierig, auf einem hohen Level dich weiterzuentwickeln, aber wir schauen, dass wir uns noch weiterentwickeln, weil es schadet uns allen nicht, wenn wir daran arbeiten.